so geil ist. Ding wackelt halt wirklich. Also das rechte... Ich vergesse immer, wie die Dinger heißen. Kontrollding wackelt nicht so stark, wenn man den ganz leicht bewegt, wie der rechte nicht so stark wie der linke. Fick dich doch! Wieder mit Kabel. Taugt das auch was so von der Verarbeitung her? Brauchen WWW-Controller. Ach, das geht's doch nicht! 4 Sterne. Hm. 17 Euro kriegst du aber noch keine Verpackung gratis, Versand gratis. Was könnte ich noch bestellen? Muss ich wieder mehr bestellen? Muss ich Versand zahlen? Das kostet wieder 7 Euro. Da bin ich beim. Ach komm schon, wieso funktionierst denn du nicht mehr? So schon mal hinbekommen. Weil ich noch nicht weiß, wofür die 4 Sterne vergeben, ne? Das gibt's doch nicht. Dieser Text macht mich wahnsinnig. Vielleicht doch mal den No-Death-Vote freischalten. Das ist ja wahnsinnig. Okay, wir lassen es. €52, was? Fuck. Ich hab auch ein Original, dafür habe ich definitiv keine 50 Euro gezahlt. Warum zur Hölle sind die so teuer? Ich kann einfach bei meinen eigenen Controller bauen. 52 Euro, Junge. Du musst immer schneller durch. Nein, ich hab doch gedrückt. Ach komm. Also nochmal. Ach, und ich versuch's halt noch mal, weil... Zur Hölle sind die teuer, sind die nicht mehr hergestellt oder was? So, die haben wahrscheinlich alle Xbox und X. Ich bin behindert in der Namensgebung, deswegen denke ich mir so bescheuerte Namen aus. Controller kaufen. Aber die will ja keiner.
Euro für Controller. Ich glaube, es hackt. Können wir gleich eine Konsole kaufen für. Ach. Junge! Ich bin jetzt gerade langsam wahnsinnig, dieses Spiel. So irgendwas einfaches speedern. Irgendein Rail-Shooter, wo man einfach nur gerade ausläuft und überhaupt nichts verändern kann. Ja gut, aber die meisten werden wahrscheinlich nicht mehrfach Microsoft in die Form pressen. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie ein Aufkleber, das ist ja direkt drin in der Außenhülle. Aber könnte das jetzt vielleicht mal irgendwie so ein bisschen funktionieren? Das wäre ganz geil. Bevor ich tatsächlich noch meinen Controller kaputt mache. Also noch kaputter, als er schon ist. Muss ich mal einen Adapter für meinen alten N64-Controller holen. Was zur? Ach, komm schon! Mama, was ist denn jetzt los? Wo schon ordentlich weiß alles ist, was abgerieben ist. Weil ich, keine Ahnung, Mario Party gespielt habe damit. Ja, gut, toll, ich habe auch schon Mario Party gespielt. Ich glaube, das erklärt eine Menge. Eine Menge andere Scheiße. Test of Unlimited habe ich damit auch geschafft. Ja, jetzt nichts weit geschafft. Ja. Nintendo Pro Controller? Das erste Mal habe ich gar keinen Adapter für Nintendo Pro Controller. Zweitens mal, sind die nicht irgendwie scheiße gewesen? Oder insgesamt so eher bescheiden? Was? Ich komme da nicht durch. Wie verarschen. Na, ah, jetzt komme ich auch nicht mehr durch. Moment, muss mal kurz das üben hier. Man kommt da durch, wir sind da eben nicht durchgekommen. Ja, das geht dann nicht mehr. Nein. Nein. Da steht ja, aber es ist noch nein. Okay, ich komme da nicht unten drunter durch. Import, gute Ware. Hat mir 17 Cent gekostet, diese 28 Controller. Kann man schon mal machen, ne? Okay, keiner funktioniert, aber hey, Details. Bei den neuen Nintendo Controller recht scheiße sein sollen, habe ich gehört. Mal ohne hier Experimente machen. Die Nachbarn streiten sich wieder über irgendwas, wie es anhört. Oder zumindest einer streitet.
hab's hinbekommen. Gott, bin ich gut. Nein, ich bin doch... Ach, nein! Ja, toll. Jetzt hab... Ich bin doch am Arsch. Ist doch nicht so schwer jetzt hier. Komm. Ich will meine Bestzeit nochmal schlagen. Die 1956, da geht noch was. Die Bestzeit liegt 5 Minuten drunter. Da geht noch eine Menge. Wobei ich wahrscheinlich allein irgendwie 2 Minuten im Gravitron verliere. Dann halte ich noch bei solchen Sachen an, dann addiert sie da nochmal eine Minute, dann noch die Tore, die ich sonst noch so habe. Hm. Nochmal eine Minute, ist, also 4 Minuten sehe ich schon mal, wo ich verliere. Xbox Classic Controller mit Adapter. Weiß ich, habe hier einen Xbox 360 Controller mit Adapter. Was ist, ach, Classic war dieses fette Teil, oder? War das Ding nicht reichlich fett? Nein! Was soll ich denn damit? Halo 1 Speedrun oder was? Oh Gott, bloß nicht. Legendär, wo liegt denn da die Zeit? Geh mal auf speedrun.com und schau, wo bei Halo 1 die legendäre Speedrun-Zeit liegt. 28 Minuten, was? Gut. So, jetzt ziehen wir mal durch, komm. Lass mal die Scheiße mal. Jetzt wird mal hier ernsthaft laufen. Für den mal. Was? Jetzt krieg ich nicht mehr das hin, na Junge! Sag mal. Doch, das ist definitiv hier schon abgebrochen. Ist auch schon platt gedrückt, also. Finde ich gar nicht so schlecht. Weiß ich nicht. Ich hatte nie eine Xbox, ich habe mal meinen Kumpel gespielt. Ich meine, dass der recht fett und klobig war. Ich habe nicht gesagt, dass er schlecht war. Ich habe nur gesagt, das ist so ein fettes Teil. Ich will aber die kleinere. Ich will aber die ganz große. Weißt du, es kommt auf die größere Bombe an, oder was? Größe ist wichtig, frag deine Freundin. Zählt wahrscheinlich auch wieder die Tore. Wenn wir da noch nicht viel zählen, kann auch so bleiben. Auf groß und klein hier. Freundinnen oder Controller? Also da hinten sind meine Barbie-Puppen und da drüben für das Große sind meine aufblasbaren Puppen. Ich habe Kartoffeln hier. Ah, Controller. Kann man das auch mit einer Kartoffel spielen? Hm. Also. Also die Leistung hat eine Kartoffel, um das hier zu spielen. Das ist klar. Checkpoints mitnehmen, spart mal auch Zeit. Checkpoints braucht eh keiner. Ich mach das jetzt einfach. Einfach mal Skill zeigen. Ach, fuck. Und dann springe ich einfach mal zu früh ab und sterbe. Kann man ja auch mal machen. Den Checkpoint nehme ich mir aus Sicherheitsgründen mal mit, weil ich
ja doch gerne mal irgendwo in die Stacheln noch springe, wenn ich da gar nicht reinspringen sollte. So langsam sieht das tatsächlich bei mir manchmal so aus, als könnte ich was. Natürlich Blödsinn, ich kann nämlich nichts. So, jetzt hier ein bisschen vorsichtig walten lassen. Dann wird das auch was. Ah, fuck. Da wurde ich nicht zu schnell, zu viel. Ha! Bremst mich jetzt schon so ein bisschen? Ach komm schon, das sind drei verfickte Dinger. Kann doch nicht so schwer sein jetzt hier. Na, ich sollte vielleicht auch springen. Leck mich doch, das ist nicht so schwer, komm schon. Fäng ihn so an. Ich schick dir mal an, passt aus. Ja, aber dann muss ich den Rest wieder zurückschicken. Was das an Porto kostet. Außer müsst ihr dann so tun, als würde ich dich kennen. Dann haben die Leute das Gefühl, ich kenne andere Menschen, wenn ich Pakete verschicke. Ah, fuck, jetzt so früh. Nein, ich will nicht da oben lang, ich will hier unten lang. Verdammt nochmal. Ich da rein. Danke. Und dann will ich Gas geben. Gib Gas, ich gebe Gas, ich habe Spaß. Wird mein Masse. Na, ist kein Maserati, dass ich hier fahre. Nein. Mein Vivi fährt 210. Die Polizei sieht, die sind mir dabei reichlich egal. Weil es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung für Vivis. Ich bin die Speedrun-Polizei, sie sind zu schnell gelaufen. Nein! Ausgerechnet da auch noch, so viel Zeit kostet. Fuck. Bin mir sicher, das geht auch irgendwie. Ich hab's gesehen, es geht. Ich mach nur wieder irgendwas falsch. Der geht auch noch kürzer, aber dafür bin ich leider so ein bisschen zu unfähig. Ach, fuck. Jetzt hab ich wieder einen Haufen Tode mitgenommen, weil ich wieder irgendwelchen Scheiß probiert habe. Ich gar nicht hätte probieren müssen. Gas, 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 Gas. Plattform. Und mehr Gas. Hallo, tschüss du. Diese Stelle, die ich. Die sehr einfach ist, aber erstaunlich oft einen killt. Zumindest nicht kill die oft. Ein! Nein! Stacheln ausweichen und in andere Stacheln springen. Brillant. Der Speedrun-Champion ist da viel besser. Dann lieber nicht. Da war ja was. Porto, ne? Kostet bestimmt nicht viel so. Ein Dutzend Controller mal einfach durch Deutschland zu schicken. Warum nicht?